Malerei bedeutet für mich vor allem eine Sache: Sachen zu schaffen, die man hinterlässt. Sachen zu schaffen, die einen beschäftigen. Einfach Sachen rauszulassen, die in einem drin schlummern. Emotionen, Einflüsse, Eindrücke, alles, was dich beschäftigt. Du kannst alles rauslassen. Also so eine normale, grundierte Leinwand gibt dir jede Möglichkeit. Neue Welt, neue Dimensionen, neue Perspektiven. Du kannst dir einfach Raum schaffen, der dir sonst im Alltag gar nicht gegeben ist. Diesen Space, der da entsteht, der ist ja zwar begrenzt auf den ersten Blick, aber je nach Kreativität und handwerklicher Befähigung extrem riesig. Geprägt hat mich vor allem zu erkennen, dass man es schafft, obwohl schon gefühlt jede Karte gespielt wurde, klassische handwerkliche Malerei mit Modernität und moderner Sprache zu verbinden und dadurch zeitgenössische Kunst zu schaffen. Das ist für mich das Nonplusultra. Und das ist auch das Ziel, was ich verfolgen möchte in den nächsten 20, 30 Jahren. Immer mehr eine eigene Bildsprache mir aufzubauen, indem ich klassische Werte hochhalte und versuche trotzdem Modernität dort reinzubringen. Ich bin zum Beispiel total geflasht gewesen von der Buchreihe Arts and Architectures. Das ist eine Architekturserie von 1945 bis 1949 der kalifornischen Häuser in Amerika, die sich dann auf der ganzen Welt ausgebreitet haben, wo es speziell um sehr offene Räume geht, mit verschiebbaren Wänden, mit riesen Glasfronten, wo man andere Perspektive und Raum hat, wo ich der Meinung bin, der Geist extrem wachsen kann, was sehr, sehr inspirierend ist. In der Gesellschaft, wo wir heute leben, in der normalbürgerlichen, wo wir wie in Kartons Wohnung für Wohnung übereinander gelagert leben in Quadraten, ist das natürlich ein Lichtblick, eine Sache, die nicht typisch ist für mich. Und das ist eine Sache, die mich total umgehauen hat, das zu sehen und das zu fühlen, obwohl ich nicht dort war. Meine Arbeit zu beschreiben fällt mir total schwierig, da ich an verschiedenen Kapiteln arbeite. Letztendlich ist es so, dass ich, als ich damals von der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig an die Akademie Düsseldorf gewechselt bin, so gewesen, dass ich dort meine Arbeiten vorstellte in einem Kolloquium und dort natürlich direkt angeeckt bin. Der Professor meinte sofort, das ist totaler Mist, voll der Quatsch, warum meinst du das? Das hat mich erstmal natürlich geflasht. An der Hochschule waren wir so ein bisschen in Zucker eingepackt, so alles recht süß. Und dort war es auf jeden Fall direkt knackig und hart. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für andere Klassen, aber in der Klasse beim Siegfried Anzinger war es sehr direkt. Daraufhin habe ich mich erstmal 3, 4 Jahre zurückgezogen und erstmal rumgeklügelt und überlegt, wie kann ich das machen. An Kolloquien habe ich natürlich teilgenommen weiterhin, aber ich habe meine Arbeiten nicht gezeigt. Als ich dann nach 3, 4 Jahren sicher war und mir dachte, okay, hinter den Arbeiten, die du jetzt zeigen würdest, stehst du, bin ich wieder mit den Arbeiten in die Akademie gefahren. Als ich das Bild dann aufgestellt habe vor der Klasse, man muss sich vorstellen, das ist dann wie ein U, da stehen dann so 50, 60 andere Studenten um dich drumherum, in der Mitte der Professor, und das ist sehr aufregend. Als der Professor dann aufgestanden ist und mir dann auf die Schulter klopfte und meinte, das ist ein Meisterwerk, das stellt Fragen, wusste ich ganz genau, was ich wollte. Ich wollte Fragen stellen. Ich wollte, dass die Bilder hängen bleiben und die Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Denn sie können es nicht verstehen, weil es nicht aus der Logik des Alltages entstanden ist. Wo steht der Mensch? Aus welcher Perspektive betrachtet er das gerade? Was passiert dort? Wo bin ich? Was ist das? Das sind alles Fragen, die für mich und meines Erachtens wichtig sind, um ein wirklich knackiges, kompaktes Bild zu machen, was mich persönlich auch flashen würde als auch Konsument von Kunst.